Mit 5G Bavaria haben wir am Fraunhofer IIS ein einzigartiges Angebot an Leistungen rund um die Einführung von 5G geschaffen. Hierzu bieten wir Schulungen und Beratungen an, wir führen Machbarkeitsstudien durch und entwickeln auch Technologie. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf Proof-of-Concept-Demonstratoren, um die Machbarkeit von neuen Technologien zeigen zu können. Hier sind wir besonders stolz auf die weltweit erste Demonstration von Indoor-Lokalisierung mithilfe von 5G sowie auf die 5G-Übertragung über Satellit. Hiermit sind wir anerkannter und geschätzter Ansprechpartner für Unternehmen bei der Einführung von 5G für professionelle Anwendungen. 5G Bavaria ist mit der Mission angetreten, die Lücke zu schließen zwischen Forschung und Anwendung. Diese Mission haben wir die letzten 4 Jahre erfolgreich umgesetzt. Die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aus dem 5G-Testzentrum, die Testbeds Industrie 4.0 und das Testbed Automotive sind eine einzigartige Kombination und einzigartiger Zugang zur 5G-Technologie, die wir die letzten Jahre geschaffen haben. Entscheidungsträger stehen heutzutage vor zunehmend komplexen Fragestellungen, wenn es um die Auswahl und Einführung von neuen Technologien geht. Auf der anderen Seite sind gerade diese neuen Technologien, wie beispielsweise 5G, eine wichtige Grundlage bei der Digitalisierung. Hier kann man beispielsweise das autonome Fahren nennen, Industrie 4.0 oder E-Health. Wir unterstützen Unternehmen bei allen Stufen der Entscheidungsfindung und Einführung von 5G. Meine Gruppe arbeitet nicht nur an Antennen für den 5G-FR2-Frequenzbereich, sondern betreut auch diesen 60 Meter hohen Sendemast. Auf diesen werden wir auch 5G installieren. Das Fraunhofer IIS arbeitet nicht nur heute in der 5G-Anwendungsforschung, sondern jetzt auch schon in der 6G-Forschung. Dabei erschließen wir neue Frequenzbereiche im Terahertz-Bereich. Wir kombinieren die Kommunikation mit der Lokalisierung und dem Sensing. Wir führen intelligente Oberflächen ein, neue Netzarchitekturen. Und was uns ganz wichtig ist und worum wir uns kümmern, ist die Nachhaltigkeit, die bei der 6G-Mobilfunktechnologie von vornherein mit in das System designt wird.